So Leute und moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und es gibt mal wieder einige brisante News hier aus der kompletten Welt, aus Deutschland. Ich frage mich echt, was los ist im Land. Dementsprechend abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, haut rein und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei. Die erste Nachricht, also diesen Artikel musste ich wirklich zweimal lesen, ungelogen, um dahinter zu steigen, was dieser Mann vorhat, was ist sein Auftrag, warum sagt er das? Also kann ich bis jetzt aber immer noch nicht nachvollziehen. Klärt mich gerne in den Kommentaren drüber auf, wenn mein geistiger Horizont das nicht zulässt. Es geht nämlich darum, hier in der Welt ist ein Artikel erschienen, ein Interview zwischen dem CSU-Schatzmeister Thomas Bauer und der Welt. Und Daimler, haben wir mitbekommen vor ein paar Tagen, hat so Sparmaßnahmen einfach jetzt vorgeschlagen und führt sie jetzt aus und möchte keine Parteispenden mehr machen. Und dazu muss man wissen, die Daimler AG hat nicht nur an die CSU/CDU gespendet, sondern auch verschiedene andere Parteien. SPD, Grüne, glaube ich sogar auch in Deutschland, muss man nochmal genau nachgucken. Auf jeden Fall möchten sie keiner Partei mehr spenden. Was ich dachte, ja, ist jetzt gar nicht so newsrelevant, dann spenden die halt nicht mehr. Und kurze Zeit später kam nämlich dieser Artikel dann raus. So sagt der Herr Thomas Bauer nämlich unter anderem hier, eine allein durch den Staat finanzierte Partei wäre eine Staatspartei im sozialistischen Sinne. Ich weiß, welchen Gedankensatz oder Ansatz er damit verfolgt, aber es kann doch wirklich nicht angehen, dass ein Politiker es einer Firma verbieten will, eine freiwillige Spende zu leisten. Worauf würde das denn sonst hinauslaufen? Soll das heißen, dass jede Firma, ich bin ja auch quasi selbstständig und dadurch eine Firma, wäre ich ja im Endeffekt, soll ich jetzt eine Zwangsspende bekommen, / Gebühreneinzugszentrale, das wäre ja dann das Nächste, was dann kommen würde, dann würde man dem Kind nur einen schönen Namen geben und dann würde es vielleicht darauf hinauslaufen, dass ich beziehungsweise alle anderen Firmen in Deutschland jetzt die Politik auch noch unterstützen müssen. Und wer soll denn dann entscheiden, an welche Politik? Weiß ich jetzt nicht. Also das ist wirklich fraglich. Und weil das bei euch im letzten, vorletzten Video auch immer wieder so gut ankam, gehe ich jetzt ein bisschen auf die Kommentare ein. Und ich sage ja auch immer, querlesen. Lest nicht jetzt nur die Welt, lest den Artikel vielleicht auch bei einer Taz, wie die das sieht, die wirklich komplett anders ausgerichtet ist. Und genauso auch ein bisschen die Kommentare lesen, wie ich das auch bei YouTube mache. So schreibt Martin M. Schon irre, das Selbstverständnis dieses Schatzmeisters. Als ob es irgendwo eine Verpflichtung von Unternehmen gäbe, Parteien zu finanzieren. Genau meine Worte. Und diese Parteien sind wahrlich aus Sicht der meisten Unternehmen keinen Pfifferling mehr wert. Wenn man sich alleine nur den Schwachsinn der Dieselaffäre und dessen Auswirkungen auf die Konjunktur in Deutschland anschaut, können diese Politiker wirklich glücklich sein, dass die Wirtschaft nicht breitflächig Kampagnen gegen diese Versager schaltet. Kann ich absolut nachvollziehen, was der gute Mann da schreibt. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man vielleicht sogar die Politik in Regress nehmen sollte. Das wäre mal ein interessanter Punkt, weil es gibt halt für Politiker keinen Nachteil in Deutschland, wenn sie irgendeinen Quatsch machen. Wir sehen das Fiasko am Nürburgring an, was durch den damaligen Ministerpräsidenten mitverantwortet wurde. Wir gucken uns den Flughafen BER in Berlin an. Wir gucken uns Stuttgart 21 an. Wisst ihr, diese Liste ist ellenlang, was alles an Steuergeldern sinnfrei verprasst wird. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, Politiker geht raus, vielleicht tritt er zurück, das machen ja auch die wenigsten. Thomas Oppermann zum Beispiel damals vor ein paar Jahren hat das mit der Edati-Affäre auch gut ausgesessen. Spricht heute kein Mensch mehr drüber, interessiert kein Schwein. Und im Endeffekt auch, wenn man dann rausgeht, nach der Diät bekommt man auch eine richtig schöne Pension. Die ist gesichert, nicht so wie die Rente von Rentenkassenzahlern wie unser eins. Die haben doch ein geiles Leben, ganz ehrlich. Das ist doch absolut perfekt gesichert, ne? Mike Z. schreibt hier dann noch, na, da sollte aber ganz schnell Zwangsspenden eingeführt werden. Man könnte es ja Demokratieabgabe nennen. Das wäre schon so ein gutes Beispiel, was ich da gerade sagte. Das geht ja in die Richtung hier von der GEZ. Also ganz klar. Ein nächstes Thema, was ich relativ spannend finde oder wirklich sehr spannend, nicht relativ. Ich habe vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass ja auf verschiedenen Parkplätzen, Lidl, Penny, Aldi, wie sie alle heißen, diese Supermarkt-Discounter,
zu Unrecht zu lange oder einfach geparkt wird und gar nicht eingekauft wird. Ich kann da natürlich komplett nachvollziehen, je nachdem, wenn das in der Innenstadtlage ist, ist es natürlich sehr attraktiv, dort zu parken für Nichtkunden, aber auch Kunden, klar, keine Frage. Und genauso muss man natürlich wirklich die Firma sehen, einfach sagt, wir haben natürlich Kosten dadurch, vielleicht werden Parkplätze belegt und wir haben dadurch keine Kunden, die reinkommen können und so weiter. Kann ich beide Seiten komplett verstehen oder vielmehr die Firmenseite auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind nämlich, so ist es, auf der anderen Seite, was ich verstehen kann, sind natürlich die Leute, die dort einfach parken oder auch, obwohl sie nicht einkaufen gehen oder auch Leute, die zu lange parken. Warum? Weil die Stadtplaner es sehr häufig einfach verbaselt haben, für genügend Parkplätze in den Städten zu sorgen, sodass man irgendwo anders parken kann. Muss man wirklich auch so klar sagen. Und ich habe darüber berichtet, dass dann die Abschleppkosten wirklich exorbitant hoch sind. Die liegen beim ADAC in der Regel so, wenn man sich vom ADAC abschleppen lässt, roundabout 150 Euro ungefähr. Die liegen aber bei diesen Parkraumbewirtschaftern, Park and Control und wie sie alle heißen, diesen Firmen häufig deutlich höher. Und jetzt wollen sie das Ganze nämlich noch eine Etappe weiterbringen. Ich blende euch hier an der Stelle ein Bild ein dazu. Es gibt nämlich, da müsst ihr jetzt demnächst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr da mal zu lange oder überhaupt parkt, so ein kleines Messgerät quasi ist da im Boden integriert und das misst nämlich sekundengenau, wie lange parkt denn ein Fahrzeug überhaupt auf diesem Parkplatz. Und wenn das dann anstatt den erlaubten 30 Minuten, sage ich jetzt mal 31 Minuten parkt, zack, wird dann technisch garantiert über einen, über irgendeinen Funksender wird das funktionieren, bekommen dann die Parkraumbewirtschafter da ihre Nachricht und dann fahren die los und schleppen die Kiste ab. Also das hier als kleine Info in dieser Richtung, genauso wie auch als Warnung, dementsprechend nicht dagegen zu verschurzen. Und nochmal, versteht mich nicht falsch, dieser Parkplatz gehört irgendeiner Firma, der ist von denen gekauft oder gepachtet und da gehört es sich eigentlich auch nicht wirklich einfach zu parken. Ich kann das schon von deren Sicht nachvollziehen. Wenn das aber in eine Richtung geht, dass darüber auch noch richtig Geld verdient wird, mit was weiß ich, Parktickets von 30 Euro oder sonst was oder auch exorbitant hohen Abschleppkosten, dann finde ich, sollte man das wirklich richterlich mal klären, ob das überhaupt in Ordnung ist und nicht unter einen Wucherparagrafen auch fällt. Die nächste Nachricht bezieht sich auf Diesel mal wieder, wie das so häufig ist bei mir hier im Kanal. Und das ist wirklich ein weiterhin bleibendes, spannendes Thema. Es geht nämlich jetzt darum, dass die Nachrüstsysteme immer noch nicht komplett verfügbar sind in Deutschland. So sind die Hersteller da zum Beispiel Baumott oder Baumott, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, und auch zum Beispiel Firma Dr. Play Technologies. Mangold ist die dritte Firma, die auch für den Frühsommer diesen Jahres angekündigt hat, dass da ein Antrag eingereicht wird beim KBA, um das System dann durchzusetzen, also dass es erlaubt wird. Und es gibt aber wirklich noch zahlreiche Fragen, die meines Erachtens einfach nicht komplett gelöst und geregelt sind. Also auf der einen Seite, wir betrachten es wieder rational, auf der einen Seite haben wir natürlich diese Hersteller wie Baumort und die anderen, die ich gerade genannt habe, die sagen, ja, wir können da ein System bauen, aber wir haben hier das KBA schreibt nämlich 270 Milligramm Stickoxid je Kilometer aus. Und jetzt Zitat hier von Baumott müsste das eigentlich sein. Die geforderten Grenzwerte und Nachweise an die Stickoxidreduzierung sind dabei zum Teil deutlich höher als für aktuelle Euro 6 Systeme. Das heißt, die bemängeln halt, dass sie ein Filtersystem schaffen müssen für Euro 4 und geringer oder auch Euro 5 Fahrzeuge, was besser filtert und besser ist als ein ab Werk produziertes Fahrzeug mit einem Euro 6 Einstufung. Und da kann ich schon verstehen, dass das dann halt wirklich kritisch zu betrachten ist, ob das technisch auch überhaupt möglich ist und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir dann nämlich auch noch den ADAC. Und der ADAC-Nachrüstung versagt im ADAC-Praxistest, schreibt nämlich hier der Fokus. So habe ich ja auch vor einigen Wochen darüber berichtet, dass sie verschiedene Messungen damit gemacht haben, Überprüfungen ausprobiert haben im Alltag und so weiter. Und alleine durch Temperaturunterschiede waren die Filterungen schon deutlich besser oder deutlich schlechter. Also eher deutlich schlechter war es dann zum Beispiel, wenn es auch kälter war, wenn ich mich richtig erinnere. Und da frage ich mich dann halt wirklich, ist das einfach nur so eine Pseudolösung, die eigentlich gar kein Mensch irgendwie haben will, weil der Staat, also die Regierung, fördert das Ganze nicht auch sonderlich und unterstützt diese Firmen auch gar nicht so richtig?
mit diesem System der Umsetzung, mit diesem Filterungssystem bei der Umsetzung, klingt für mich nicht danach, muss ich wirklich ganz klar sagen. Und dann haben wir gleich zwei News, die sich so ein bisschen korrelieren. Und da geht es einmal darum, dass der Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge, das ist der Thomas Sedran, dass er sich dazu geäußert hat, autonomes Fahren soll sich für Autobesitzer nicht rechnen. Er hat nämlich die Meinung, dass es einfach zu teuer wäre, ein Fahrzeug, was ein vollautonomes Fahren bereitstellt, dass sich das einfach gar nicht lohnt, dass das gar nicht durchgesetzt wird. Das wird eher bei Nutzfahrzeugen, wie er sie zum Beispiel bei seinem Konzern herstellen lässt, oder auch bei anderen Firmen hergestellt werden, dass sich das da eher lohnt und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ganz krass eine Nachricht aus den USA von Elon Musk. Und ich höre ja auch das Hörbuch über Elon Musk. Und ich muss sagen, ich betrachte Elon Musk seit diesem Hörbuch. Schreibt in die Kommentare, wenn ich auch ein Video machen soll. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht so begeistert von diesem Hörbuch. Das nur nebenbei als kleinen Teaser. Ich habe eine andere Einstellung mittlerweile Elon Musk gegenüber. Ich glaube, Elon Musk wird nicht weiterhin lange CEO von Tesla bleiben. Da ist er einfach mit seiner forschen Art, mit seinem immer was rausposaunen, mit seinen großen Ankündigungen nicht der richtige Kandidat, um das System Tesla und die Firma weiterhin positiv zu fördern. Das haben wir bei verschiedenen anderen Firmen von ihm, die er geleitet hat in seiner Karriere, auch schon bemerkt und mitbekommen, dass er da nicht so der richtige Kandidat ist. Aber das ist ein umfangreicheres Thema. Können wir in der Buchrezension drüber sprechen. Jetzt kündigt Elon nämlich einen aggressiven Autopiloten an. Oder einen Autopiloten-Modus, so ist es richtig gesagt. Das heißt, ich kann, wenn ich den Autopiloten starte, kann ich sagen, du bist jetzt im aggressiven Modus. Und das soll heißen, schreibt nämlich hier die Welt, Nutzer sollen dann auch in den aggressiven Autopiloten-Modus schalten können und dabei Blechschäden riskieren. Ist der Visionär nun völlig übergeschnappt, schreibt nämlich die Bild. Die Welt. Und da kann ich wirklich voll und ganz nachvollziehen, das sind dann halt so Aussagen vom Elon, die machen es, vielleicht macht das auch 100% extra, ist halt so ein Visionär, ist halt wirklich meines Erachtens nach. Aber ich weiß nicht, ob damit jetzt Tesla auch so stark geholfen ist. Was ich aber eigentlich bezüglich VW im Kontrast dazu noch sagen wollte, also Tesla zeigt ja, wie geil ein autonomes Fahren wirklich funktionieren kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Tesla diesen Schritt weitergeht. Es gibt auch bei YouTube ein oder andere Videos, wo hier der Fahrer wirklich minutenlang, wirklich nicht jede 30 oder 20 Sekunden, wie es bei vielen Fahrzeugen aktuell noch ist, sondern minutenlang, kilometerweise so sitzt und das Fahrzeug wird gefahren. Muss natürlich dazu sagen, fairerweise, okay, auf amerikanischen Straßen, die sind natürlich teilweise, wenn wir zum Beispiel Kalifornien nehmen als Bundesstaat, deutlich weiter und flächengroßer gebaut. Das würde in Deutschland mit der Technik von jetzt aktuell noch nicht funktionieren. Aber das ist ja noch in Kinderschuhen. Seit wann gibt es dieses autonome Fahren? Diese paar Jahre erst, wo sich das so stark etabliert hat. Ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial einzuholen. Freunde, das war's mit den News für heute. Dementsprechend, ich hoffe, es hat euch gefallen. Signalisiert es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Abo da lassen, wenn ihr es nicht getan habt. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.